So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind dabei, uns klarzumachen, was denn alles gegeben sein muss, damit Demokratie entstehen und bestehen kann. Wir sprachen die ganze Zeit darüber, dass es sehr komplexe Voraussetzungen sind. Jetzt ist es Zeit, sie systematisch in Augenschein zu nehmen. Es braucht ein bestimmtes Wirtschaftssystem, das einen solchen Überschuss an Geld und an materiellen Gütern abwirft, dass man die sozialen Voraussetzungen für Demokratie, auch ihre sozialpolitischen Legitimationspotenziale erwerben und nutzen kann. Es braucht eine spezifische politische Kultur, zu der ganz wesentlich auch eine besondere religiöse Kultur gehört, etwa und insbesondere die Trennung der Sphäre des Religiösen von der Sphäre des Staatlichen. Es braucht Rechtssicherheit. Es braucht einen sich selbst tragenden Glauben daran, dass die ausgeübte Herrschaft tatsächlich zu Recht ausgeübt wird, und Demokratie muss wurzeln können in einer Zivilgesellschaft, die von sich aus schon viel an gesellschaftlicher Selbstorganisation übernimmt, damit der Staat nicht überfordert wird. All das sind Dinge, die nicht vom Himmel fallen, die, wenn sie überhaupt entstehen, stets gefährdet sind, die lange Zeit zum Wachsen und zur Konsolidierung brauchen. Drum muss es nicht wundern, dass Demokratien selten entstehen und, wenn sie denn entstanden sind, selten stabil bleiben. Es braucht noch weitere Voraussetzungen, insbesondere Parteien. Denn Demokratie jenseits einer Kleingruppen- oder Kleinstaatsdemokratie ist nun einmal auf Vermittlungsorganisationen zwischen Gesellschaft und politischem System angewiesen. Und das sind nun einmal die Parteien. Ohne sie schweben die politischen Entscheidungsträger über der Gesellschaft und können dann zwar vielleicht Demokratie simulieren, aber in die Praxis umsetzen nicht. Es braucht ganz konkret größere Parteien, die in der Gesellschaft verlässlich Unterstützung finden, also Mitglieder finden, Wähler finden, auch finanzielle Unterstützung finden, um arbeiten zu können. Und es braucht Parteien, die so bewährte Markenprodukte sind oder dabei sind zu werden, dass diese Parteien auch dann weiterhin Unterstützung finden, wenn sie eine Zeit lang ohne Erfolg bleiben. Parteien müssen auch in der Lage sein, Phasen der Unpopularität ihrer Anführer oder ihrer politischen Positionen überdauern können. Wenn in einem politischen System stets Parteien entstehen und bei der nächsten Wahl wieder vernichtet werden und dann kommen wieder neue Parteien, dann verliert ein politisches System seinen festen Ankerpunkt oder sein festes Scharnier zwischen Gesellschaft und eben dem zentralen politischen Entscheidungssystem. Vorteilhaft ist es ferner, wenn es nicht, wie so oft beim Übergang von der Diktatur zur Demokratie, um ein Einparteiensystem geht, sondern wenn es mindestens zwei legitimations- und leistungsstarke Parteien dieser Art gibt, welche die Chance eröffnen, dass Regierungswechsel möglich sind, vorkommen, und zwar ohne, dass Regierungseffektivität verlustig geht. Denn was nutzt es, wenn man eine neue Regierung hat, diese Regierung aber aus lauter unerfahrenen und erst ihre Lehrlingszeit hinter sich bringenden Menschen besteht? Dann entsteht eher Politik, über die man sich wundert, und es entsteht eher Unzufriedenheit über Demokratie, und im schlimmsten Fall erklingt dann irgendwann das übliche Lied: Wenn es nur einen starken Mann oder eine starke Frau gäbe, dann könnte man die Dinge, die doch eigentlich so klar und so leicht sind, auch endlich auf den Weg bringen. Mindestens zwei Parteien, die das regieren können. Das wäre schön, wenn Demokratie fortbestehen soll. Es wäre ferner gut, wenn die größeren Parteien, die es gibt, nicht die in der Gesellschaft befindlichen Spannungslinien einfach verdoppelten und in sich selbst zum Ausdruck brächten. Also wenn es nicht eine Partei der Arbeiterklasse und eine Partei der Kapitalisten und der Bourgeoisie gäbe, eine Partei der Katholiken, eine Partei der Protestanten, eine Partei der Muslime, eine Partei der Atheisten, die sich dann, wann immer diese Spannungslinien von politischer Relevanz sind, Gefechte liefern. Besser ist es, wenn Parteien in sich schon diese Spannungslinien haben, also wenn in einer großen Partei Christen und Muslime und Atheisten gleichzeitig sind, wenn in einer großen Partei Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, sodass in den Parteien
jeweils selbst gesellschaftliche Spannungslinien überwunden oder im Weg der Kompromissbildung in den Dienst jenes größeren Ganzen gestellt werden, für das eine politische Partei je nach ihrer weltanschaulichen Ausrichtung nun einmal steht. Hier geht es also um das Befriedungspotenzial, das Parteien in sich selbst erbringen können, sodass nicht im politischen System der Kampf der Parteien, der für Demokratie notwendig ist, zum Kampf unterschiedlicher Gesellschaftsteile wird, der die Stabilität von Demokratie allzu leicht zu unterminieren vermag. Es gab eine Frage. Meinen Sie nicht in einer anderen Vorlesung, dass es zumindest eine Theorie gibt, dass wenn Parteien sich nicht mehr anhand von diesen Cleavages befinden, es immer zu einem Umsturz, Umsturz kommt und sich dann die Parteien wieder anhand der Cleavages orientieren müssen und diese repräsentieren? Ja. Wir haben hier ein Optimierungsproblem und keine Maximierungsaufgabe. Wenn Parteien vollständig an in der Gesellschaft vorhandenen Konfliktlinien vorbei Politik betreiben und nicht widerspiegeln, was in der Gesellschaft selbst an Konflikten gesehen und mit Siegen oder Kompromissen zu lösen erwünscht wird, dann heben sie leicht ab. Und deswegen sind moderne Parteien genau entlang der Cleavages moderner Industriegesellschaften, als diese entstanden, auch ihrerseits entstanden, Kapital, Arbeit, Stadt, Land, säkular, religiös und so weiter. Aber so wichtig es ist, dass wichtige gesellschaftliche Konflikte in den Parteien repräsentiert werden, so wichtig ist es auch, dass die meisten dieser Konflikte in den Parteien zum Ausdruck gebracht werden, sodass die Problemlösungen von solchen Konflikten, die ja ein Liberaler anders sieht als ein Grüner, anders sieht als ein Sozialdemokrat, anders sieht als ein Konservativer oder so ähnlich, dass diese Konflikte schon in den politischen Parteien, selbst vorgeklärt werden, sodass nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, der Parteienstreit selbst die Gesellschaft genau an ihren Sollbruchstellen zum Auseinanderreißen bringt. Das heißt, es braucht ein Optimum an Widerspiegelung und Pazifizierung zugleich der großen gesellschaftlichen Cleavages. Es braucht aber nicht eine Maximierung der Gestalt, dass die Parteien die gesellschaftlichen Cleavages eins zu eins zum Ausdruck bringen oder in sich selbst zum Verschwinden bringen. Der Typ der Catch-all-Party, der Volkspartei auf Deutsch, hat das lange Zeit mit sehr, sehr großem Erfolg, zumindest für unser politisches System, geschafft. War das die Antwort auf die Frage? Danke für die Frage. Also dieses Querliegen und in den Parteien selbst pazifizieren ist eine Vorbedingung dafür, dass eine Gesellschaft gerade angesichts des wünschenswerten pluralistischen Streites halbwegs integriert bleibt. Und nachteilige Folgen für die Stabilität von Demokratie sehen wir immer dann, wenn Parteien ihre Organisationsstärke verlieren, also zu Bewegungen werden, die sich immer wieder um Einzelpersonen herum aufbauen. Wir erleben die Transformation einer ziemlich organisationsstarken Partei derzeit in Österreich, wo aus der österreichischen Volkspartei eine frankreichartige Versammlung um einen jungen, dynamischen, charismatischen Führer wird. Wir haben in Frankreich unlängst erlebt, dass die so festgefügt erscheinende Polarisierung zwischen der Linken und der Rechten in der Mitte des politischen Spektrums eben eine Repräsentationslücke erzeugt hatte, in die dann Macron mit seiner Bewegung En Marche hineingestoßen ist, freilich mit relativ geringer Wahlbeteiligung, sodass wir sehen müssen, wie denn diese offenkundig mangelnde Organisationsstärke von Parteien auf das politische System negativ abfärbt oder ob ein an sich halbwegs stabiles System dann wiederum disziplinierte Parteien herbeiführt. Sowas nennt sich in der Kunstgeschichte eine organische Situation, also ein Ding und sein Kontext bestärken einander. In den Sozialwissenschaften, Abteilung Systemtheorie, spricht man von positiver Rückkopplung und solche Prozesse sind immer anzusehen. Personalstärke von Parteien ist auch nicht unwichtig. Parteien sind zumindest für Wahlkämpfe wichtige Organisationsmaschinerien, wie in den USA mit ihren ziemlich altertümlichen Parteientypen, der womöglich die europäische Zukunft auch zu werden scheint. Oder aber sie sind, was die europäische Tradition ist, Stätten der politischen Willensbildung, der Rekrutierung von politischem Personal. Wenn aber zu wenig Leute in politische Parteien hineingehen,
nur Leute, die in Parteien sind, aber die Chance haben, professionelle Politiker zu werden, dann dünnt sich die Rekrutierungsbasis für ein politisches System doch gewaltig aus. Wenn Parteien nicht mehr einen nennenswerten Anteil an wirklich tüchtigen und auch Wohlgesinnten, nicht nur auf eigene Karriere oder demagogische Rückkopplungen ausgehenden Leuten anziehen, dann wird gerade ein so kompliziertes System wie eine Demokratie sich schwer tun, jenes Personal zu finden, dessen sie für ihre komplexen Prozesse wirklich bedarf. Also es ist immer ein Alarmsignal, wenn die Organisations- oder Personalstärke von Parteien absinkt. In Deutschland sind wir in einer merkwürdigen Gemischlage. Einesteils ist der Anteil der Bürger, die in politischen Parteien tätig sind, seit den 70er Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Weit vorbei sind die Zeiten, als zunächst die SPD, später die Union über 1 Million Mitglieder hatte. Jetzt ist man gut bei der Hälfte angelangt. Andernteils ist der Bezugspunkt der 70er Jahre auch merkwürdig schief gewählt, denn die späten 60er und die 70er Jahre waren die Hochphase der bundesdeutschen Politisierung. Es war atypisch, wie viele Leute sich damals für Politik interessierten. Und so schauen wir, wie es in der Zukunft weitergeht. Es wäre auf alle Fälle auch für unsere Demokratie nicht gut, wenn die Bereitschaft, sich in politischen Parteien zu engagieren, weiter abnehme, denn ohne vernünftige Leute funktionieren Parteien nicht vernünftig und ohne vernünftig funktionierende Parteien funktionieren Demokratie nicht vernünftig. Und wenn Demokratie nicht vernünftig funktionieren, dann ist ihre Krise, im schlimmsten Fall ihr Ende, allmählich abzusehen. Nachteilige Folgen für die Stabilität von Demokratien hat auch Volatilität des Wahlverhaltens, also der Anteil von Wechselwählern oder von Leuten, die in der Wahlkabine gleichsam Lotto spielen, wie man die Volatilität misst und anhand welcher Kennziffern man den Wandel von Volatilität im Zeitverlauf oder Vergleichen zwischen unterschiedlichen politischen Systemen bestimmt, haben wir ja besprochen. Wenn politische Parteien nicht mehr halbwegs genau wissen, in welchen Gesellschaftssegmenten sie wirklich gut verankert sind, dann verlieren sie die Fähigkeit, spezifische gesellschaftliche Interessen langfristig zu vertreten. Dann wird es für die Parteien nicht nur reizvoll, sondern sogar notwendig, relativ kurzfristige Interessenzyklen oder Problemempfindungskarrieren von Bürgern aufzugreifen, also dem demoskopisch jeweils messbaren an Präferenzen der Bürgerschaft oder an Obsessionen der Bürgerschaft zu folgen, und dann wird Demografie leicht zur angewandten Demoskopie. Aber bloß weil die Bürgerschaft eine bestimmte Meinungsverteilung oder bestimmte Wunschpräferenzen hat, ist er noch lange nicht gewährleistet, dass der Bürgerschaft zu folgen zu einer guten Politik führt. Die Leute können sich auch irren. Eine Grundlage von Demokratie ist zu akzeptieren, dass Mehrheit nicht gleich Wahrheit ist, dass Mehrheiten sich grottenschlecht irren können und dass Mehrheiten auch das Falsche tun können, dass Minderheiten Recht haben können und freilich nicht die Autorität zu regieren. Das heißt, wenn Parteien einfach vor dem Wähler Angst haben und dann ihre Programmatik ausrichten nach dem, was sie gerade meinen, das bei der Wählerschaft Anklang fände, und wenn das nicht nur das taktische Verhalten während der relativ kurzen Wahlkampfperioden ist, sondern zum Grundduktus von Politik wird, dann fällt irgendwann politische Führung aus. Dann fällt politische Berechenbarkeit aus. Und dann wird am Ende kein gutes Regieren stehen. Auch das muss in vielen Demokratien mit Sorgen erfüllen. In den nachsozialistischen Staaten war die Wählervolatilität und ist im Grunde bis heute eine ziemlich große. Erst werden sozusagen die Antikommunisten an die Macht gewählt. Bei den nächsten Wahlen waren die Leute von ihnen enttäuscht. Die etwas aufgehübscht, inzwischen roten alten Eliten kommen an die Macht zurück. Dann ist man mit denen unzufrieden, wählt wieder die Opposition. Je rechter, umso besser, ist wieder unzufrieden, hat Empörung über alle etablierten politischen Parteien und landet dann bei sowas wie Fidesz in Ungarn. Auch das sind also problematische Entwicklungen, die man auf dem Schirm haben muss und nach Möglichkeit abwenden sollte. Parteien werden ganz wesentlich durch die Struktur der Zivilgesellschaft
in Verbindung mit dem jeweiligen Wahlsystem geprägt. Noch zugespitzter, es ist das Wahlsystem, das im Wesentlichen prägt, was für Arten von Parteien entstehen werden und wie sich die Parteien politisch verhalten. Denn Wahltag ist Zahltag und wie Wählerpräferenzen in Sitze in Parlamenten oder in das Erringen von Staatskanzleien umgesetzt werden, das hängt nun einmal vom Wahlsystem ab. Und es macht dann einen gigantischen Unterschied, ob Sie ein absolutes Mehrheitswahlsystem in zwei Wahlgängen wie in Frankreich haben oder ein Verhältniswahlsystem wie in Deutschland oder irgendein dazwischen befindliches Wahlsystem. Der Punkt, der ganz zentral ist, steht gleich hier. Ein von der Bevölkerung als fair empfundenes Wahlsystem führt den Bürgern vor Augen, dass auch gerade die Nichtregierenden, die jeweils gerade Nichtregierenden in den politischen Prozess eingezogen sind. Je mehr ein Wahlsystem der Regel folgt, der Gewinner nimmt eigentlich sämtliche Stimmen und sämtliche Sitze und sämtliche Macht an sich, umso schwieriger wird es, wenn man nicht gerade britische historische Erfahrungen hat, wobei die Brexit-Erfahrung manche Briten auch an ihrem absoluten Mehrheitsprinzip zweifeln lässt. Also ein Wahlsystem muss so sein, dass jene, die unweigerlich die Wahlen verlieren, denn nicht alle Parteien können Wahlsieger sein, dass jene, die unweigerlich die Wahlen verlieren werden, dennoch nicht innerlich dem politischen System kündigen, weil sie sagen, wir haben ja gar keine Chance, irgendwelche Macht ausüben zu können. Wir verlieren immer und die anderen tun, was sie wollen. Wieso sollen wir uns beteiligen? Die Probleme dieses Systems, bei diesem Wahlsystem sind unlösbar. Das System ist das Problem. Das führt zu nichts Gutem. An dieser Stelle ist freilich wichtig, was die jeweiligen kulturellen Traditionen sind. Ein englisches Wahlsystem würden die meisten in Deutschland als unfair empfinden, insbesondere jene, die kleinere Parteien wählen, wie FDPler oder Grüne. Für manche Briten ist ein Verhältniswahlsystem wie das unsere schwer erträglich, weil dann kleine Parteien sozusagen bestimmen, welchen Kurs größere Parteien nehmen dürfen, weil sie in Koalitionsverträgen, wo es genau auf sie als kleine Partei ankommt, überproportionale Durchsetzungschancen für ihre politischen Positionen haben. Je nach politischer Kultur liebt man eher das eine oder das andere. Unter dem Strich hat es den Anschein, dass so ein Wahlsystem wie das deutsche, was im Grunde ein Verhältniswahlsystem ist, aber gleichwohl dafür sorgt, dass die politischen Parteien Bodenhaftung haben, weil man nicht nur Parteilisten wählt, sondern auch Wahlkreisabgeordnete hat und das über Sperrklauseln dafür sorgt, dass nicht jede Kleinpartei ins Parlament kommt, ziemlich viel an politischer Stabilität zu bewirken vermag. Zumindest haben wir in Deutschland nie mit unserem Wahlsystem ein echtes Problem gehabt. Das Wahlsystem also macht dann die Unterscheidung von Verfassungsordnung. Die Spielregeln sind so und die Spielregeln sind gut. Die Unterscheidung von Verfassungsordnung, gelebter Verfassung und jeweiliger Regierung plausibel. Die jeweils Regierenden sind die, die halt im Wahlkampf den besseren Kandidaten, die besseren Themen, die wirkungsvollere Demagogie oder einfach Glück hatten. Schlecht, dass es so blöd gelaufen ist. Das nächste Mal werden wir gewinnen, zumindest tun wir alles dafür. Und das integriert die Wahlverlierer und eben das stabilisiert Demokratie. Anders ist es, wenn jene, die unterlegen sind, den Eindruck haben, sie müssten sich nun gegen den Verlust ihrer Ämter wehren. Der Wiederwahlmechanismus, mehrfach beschrieben, gibt die letzte Macht tatsächlich in die Hand der Bürger. Deswegen ist es so wichtig, dass Wahlsysteme auf der Möglichkeit der Wiederwahl beruhen. Die Mexikaner haben sich aus jetzt nicht näher zu erläuternden Gründen ein Wahlsystem zugelegt und vertreten es ideologisch mit allen Anzeichen eines religiösen Glaubens, das die Wiederwahl von Abgeordneten ausschließt. Ein mexikanischer Parlamentsabgeordneter kann nicht wiedergewählt werden, was der populären Theorie nach dazu führt, dass er besonders eng mit seinen Bürgern Kontakt hält, weil er nicht auf seine Wiederwahl achten muss. Es ist natürlich genau andersherum. Mexikanische Parlamentsabgeordnete trachten danach, sich so aufzuführen während ihrer Zeit im Parlament, dass die Regierung nach dem Ende ihrer Wahlperiode ihnen einen akzeptablen Posten in der öffentlichen Verwaltung gibt. Das heißt, sie kontrollieren die Regierung gerade nicht, sondern liebedienen der Regierung gegenüber.
Und wenn man nicht glauben will, dass Regierungen, bloß weil sie regieren, deswegen den Willen oder die Willensbekundungen eines Großteils der Bevölkerung in die Wirklichkeit umsetzen, dann wird man also zum Ergebnis kommen, ohne Wiederwahlmechanismus wird Demokratie nicht funktionieren. Und tatsächlich, alle empirischen Studien zeigen, dass die Abgeordneten genau so lange in der Furcht des Herrn leben, der Herr ist wohlgemerkt in einer Demokratie das Volk oder die Bevölkerung, wie sie wiedergewählt werden können und auch wiedergewählt werden wollen. Unabdingbar als Voraussetzung für Demokratie, freilich mitunter schwer zu verbinden, sind ferner der Minderheitenschutz. Wer beugt sich, und das hatten wir schon mehrfach besprochen und jetzt zum letzten Mal, wer beugt sich schon gerne Mehrheiten, wenn er sich von den Mehrheiten anschließend ausgenutzt und ausgebeutet und der Mehrheitsentscheidung hilflos ausgeliefert empfindet? Die Mehrheit darf niemals alles können oder alles dürfen. Es gilt, das zu verhindern, was die amerikanischen Verfassungsväter die Tyrannei der Mehrheit genannt haben. Und Minderheiten müssen geschützt werden. Insbesondere, wenn man in einer ethnisch heterogenen oder in einer multikulturellen Gesellschaft Demokratie stabilisieren will. Ich meine, ich gehöre jetzt, sagen wir mal, zur türkischen Minderheit in Deutschland. Und wir sind eine Minderheit, selbst wenn wir mehr und mehr werden sollten. Eine Mehrheitspolitik, die gegen die Interessen von uns türkischen Deutschen sich richtet, ist für uns schlechterdings nicht akzeptabel. Wir wollen auch in Deutschland unsere Identität als Türken bewahren. Infolgedessen erwarten wir vom deutschen Staat und der jeweiligen Mehrheit, dass unsere Identität als Türken, auch wenn wir deutsche Pässe haben, gewahrt und geachtet wird. Und gerade in Religionsfragen werden wir uns nichts vorschreiben lassen. Wenn den Christen egal ist, wie die Politik gemacht wird, uns Muslimen ist es nicht egal, denn Gottes Gebot steht oberhalb jeder weltlichen Autorität. Das nur als kleines Beispiel, was Minderheitenschutz, der notwendig ist, dann in der Praxis aber auch meinen kann. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass Demokratien ohnehin sehr kompliziert sind und störanfällig sind, und dass sie in dem Umfang noch komplizierter werden, indem es viele auf ihre Eigenart erpichte Minderheiten zu integrieren gilt. Es kann gelingen, wie die Schweiz zeigt, wie Belgien zeigt. Aber auch die Schweiz hatte einen Sonderbundskrieg im 19. Jahrhundert zu überstehen, in dessen Resultat das heutige Konsenssystem entstand. Und Belgien ist immer wieder vom Auseinanderbrechen seiner Landesteile bedroht. Im Grunde wird man sagen können, das Einzige, was Belgien verbindet, ist die Institution der Monarchie, was für eine Demokratie auch etwas merkwürdig ist. Wenn es nicht gelingt, Minderheiten zu schützen und zu respektieren, dann wird der Glaube an die Legitimität des Gesamtsystems gemindert und es kann zu Abspaltungsversuchen kommen. In Großbritannien haben wir ihn unlängst erlebt mit der Volksabstimmung über das Ausscheiden von Schottland aus dem Verband des Vereinigten Königreichs. In Spanien gibt es einen heftigen verfassungspolitischen Konflikt, ob Katalonien das Recht hat, eine Volksabstimmung mit dem Ziel der Sezession durchzuführen oder nicht. Und dass solche Sachen schnell in Schlimme ausufern können, das war im nachsozialistischen Jugoslawien zu beobachten, als die Kroaten eine Volksabstimmung mit der Frage machten, ob die Kroaten weiterhin im jugoslawischen Staatsverband bleiben sollten, und beschlossen, das wollten sie nicht. Die Folge war Bürgerkrieg mit ziemlich schlimmen Folgen. Genau deswegen ist es so, dass multiethnische Systeme, wenn sie unter diktatorischen Bedingungen Bestand hatten, in einem großen Risiko sich befinden, wenn sie sich auf den Weg hin zur Demokratie machen. Denn dann sind die Minderheiten, gerade die ethnischen und kulturellen Minderheiten, die zwingende Oberhoheit der bisherigen diktatorischen Clique, gleich ob Partei oder sonst etwas los, wünschen sich Freiheit und Selbstbestimmung und kriegen von der Mehrheitsgesellschaft gesagt, nein, machen wir nicht. Wichtiger ist die Einheit des Staates.
den Schweizern Italienern, den Schweizern Franzosen oder den italienischen, französischen, deutschen Schweizern, den ladinischen Schweizern, leuchtet es ein, dass der Bestand der Schweiz wichtiger ist. Und sie erleben ja auch, dass sie ihre kulturellen Identitäten innerhalb des Staatsverbandes der Schweiz gut ausleben können. Aber bis es soweit ist, sollte man sich den Weg nicht als eine bequeme Rutschbahn vorstellen, sondern als ein Minenfeld, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass Minen hochgehen und die entstehende Demokratie gefährden oder den Staat auseinanderfallen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist. Obendrein muss man nicht nur die faktische Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen sichern, sondern auch den Glauben daran sichern, Mehrheitsentscheidungen seien legitim. Wir leben wieder in einer Zeit, wo das als selbstverständlich klingt. Als ich ungefähr in Ihrem Alter und etwas älter war, war das überhaupt nicht so. Das ist die Zeit, als die Grünen entstanden waren. Und einer der Wortführer der Grünen mit Namen Bernd Guggenberger ein, zwei, drei einflussreiche Bücher schrieb und überall auf Kongressen präsent war, mit dem Argument, es könne doch nicht sein, dass eine Minderheit, die wirklich weiß, was mit Kernenergie und mit Friedenspolitik der Fall ist, dass diese Minderheit sich einem völlig verkehrten Mehrheitsentschluss, nämlich Atomkraftwerke zu bauen und Atomwaffen aufzustellen, dass eine Minderheit, die um das Richtige Bescheid weiß, sich einfach der Mehrheit beugt. Und es gab damals in der Politikwissenschaft eine intensive Diskussion um die notwendigen Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Und vielen leuchtete ein, dass die Mehrheit ja nicht Recht haben muss. Wenn aber die Mehrheit Unrecht hat, darf man nicht einfach auszählen, wer die meisten Stimmen hat. Man muss nach der Gewichtigkeit der Argumente gehen. Das ist inzwischen abgeklungen aus verschiedenen Gründen, ist aber eine ständige Gefahr. Wenn Minderheiten glauben, die etablierten Parteien sind ganz schlecht und machen eine falsche Politik und die Kanzlerin ist in Wirklichkeit eine Diktatorin und diese ganzen Volksverräter, gestützt von der Lügenpresse, die regieren an den Interessen des Volkes, dass wir sind vorbei, ja, dann liegt der Gedanke nahe, überhaupt dem politischen System den Rücken zu kehren und irgendetwas zwischen der Hoffnung zu hegen, am Wahltag mit 40% der Stimmen die etablierte Politik abzuwählen, was manche simpel wirklich glauben, bis hin am anderen Ende zur Vorstellung, man kündigt diesem Staat, indem man behauptet, die Bundesrepublik Deutschland sei überhaupt kein Staat, sondern nur eine Firma, was man daran erkenne, dass es ja Personalausweise gäbe, die jeden als Personal der Firma BRD auswiesen. Umdrein hätten wir ja gar keine Verfassung, sondern bloß ein Grundgesetz, also eine Charta wie so jede Firma. Und im Übrigen seien wir immer noch ein besetztes Land. Denn sonst gäbe es ja keine amerikanischen Truppen mehr in Deutschland. Wir seien also kein Staat. Infolgedessen sei alle Macht daran zu setzen, jene, die so täten, als wären wir ein gar demokratischer Staat, diese aus dem Amt zu fegen. Achten Sie auf diese sogenannten Reichsbürger. Sie werden uns noch etliche Jahre lang, jetzt zynisch gesprochen, mit ihrer Präsenz erfreuen. Es ist also wichtig, den Glauben gerade an die Legitimität von Mehrheitsentscheidungen zu kultivieren, was eben hineinführt zu jenen Modellen von Demokratie, die wir als Konsensdemokratie, als Konkordanzmodell kennengelernt haben, oder was Leiphardt in einem schlecht aussprechbaren Wort Konsoziationalismus nennt. Sie können gerne mal den Zungenbrecher mehrfach ausprobieren. Ich empfehle auch, die englische Ausspracheweise einzuüben. Wenn Sie 7-mal hintereinander schaffen, ohne sich zu versprechen, dann sind Sie wirklich gut. Also der Leitgedanke ist, alle irgendwie einzubeziehen an runden Tischen, alle Vetopunkte sozusagen zu berücksichtigen und dann genau das zu entscheiden, was auch frühere spinnefeinde Gegner gerade noch zu akzeptieren bereit sind. Das ist etwas, was bei den Niederländern, die eine sehr versäulte Gesellschaft haben, und bei den Belgiern ziemlich gut funktioniert hat, bei den Schweizern im Übrigen auch, bei den Österreichern nach dem Bürgerkrieg der 30er Jahre und nach ihrer Nazizeit, die ja angeblich eine deutsche Besetzung war, an der Österreicher gar nicht aktiv mitgewirkt haben, was dann zum Geheimnis der
Zweiten Österreichischen Republik wurde. Zum Erfolgsgeheimnis im Übrigen. Und obendrein gibt es noch das Sonderproblem, dort, wo es Föderalismus gibt, der es ja ermöglicht, ziemlich viele Sonderinteressen ins politische Entscheiden einzubringen, wie man das mit den Transaktionskosten von Demokratie verbindet. Denn föderale Strukturen eröffnen immer mehr Vetopunkte im politischen System. Im deutschen politischen System ist der Bundesrat so gut wie immer von den Bürgern zum Vetospieler zurechtgewählt worden, welcher der Bundestagsmehrheit politisch in den Weg tritt. Dann kann das politische System zum Stillstand gelangen. Dagegen Wege zu finden, durch ein Wahlsystem, das nicht zur Blockade der politischen Eliten führt, das ist eine ständige Herausforderung, die leicht beschrieben, in der Praxis aber schwer gelöst ist. Weswegen sogar bestehende Demokratien immer wieder von sich selbst im Krisenmodus reden. Wir waren schon bei den Eliten angelangt. Denn was immer ein Staat ist, er ist das Handeln von konkreten Einzelpersonen. Er ist das Handeln von Leuten, die auf gesellschaftlich, auf politisch, auf wirtschaftlich wichtigen Positionen stehen oder sitzen und miteinander interagieren. Einer der größten Champions in dieser Disziplin ist der unlängst in Speyer beerdigt worden. Bei Bundeskanzler Kohl war Politik im Wesentlichen ein persönliches Netzwerk. In dem vertraute man einander und konnte dann Dinge aushandeln und verabreden, die man lediglich im Verkehr voneinander misstrauenden Institutionen niemals auf den Weg gebracht hätte. Und weil eben Politik im letzten persönliches Handeln ist, ist es wichtig, dass jene, die dieses höchstpersönliche Handeln, welches andere, die von ihnen regiert werden, betrifft, dass diese Leute etwas taugen und dass sie innenpolitisch auch Rückhalt haben. Dass also das, was sie in ihren persönlichen Netzwerken absprechen, innenpolitisch durchsetzen können. Also, es ist immer das politische Gewerbe eine Angelegenheit von Eliten in neu entstehenden Demokratien, die ja sehr häufig einen Austausch der alten Eliten zur Voraussetzung haben, der mehr oder minder weit tief gehen kann. In neu entstehenden Demokratien hängt das Schicksal ihrer Konsolidierung ganz wesentlich davon ab, wer die neuen Elitegruppen sind, was sie geprägt hat, wie sie das politische Geschäft verstehen, wie viel Vertrauen sie aufbringen oder wie viel Lust, sich zu rächen oder in die eigene Tasche zu wirtschaften, sie nun von den neu gewonnenen Machtpositionen aus realisieren. Und der zweite Satz ist auch richtig, für neue wie für alte Demokratien. Ob Demokratie der Masse der Bevölkerung überhaupt als erstrebenswert, als unterstützenswert erscheint, das hängt ganz wesentlich vom Agieren der Politiker ab. In unserem politischen System sind wir inzwischen so weit gekommen, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung, jene insbesondere, die sehr gerne ihr Wahlkreuz bei einer Partei setzen, die mit A beginnt, mit einer Verachtung sondersgleichen von unserem politischen System und seinen Politikern sprechen. Das ist eine Schmuddelecke unserer politischen Kultur, die dadurch umso größer wird, wenn sich keiner um diese Schmuddelecke kümmert, sondern wenn immer nur die Leute nach dem Motto vorgehen, in jedem Haus braucht es eine Abstellkammer, da muss nicht aufgeräumt sein, wir räumen auf durch Türen schließen. Tja, wenn Sie in dieser Abstellkammer auch noch gärendes Zeug haben, dann entringt sich ihr alsbald pestilenzartiger Geruch und die Tieren, die dort wachsen und sich vermehren, bevölkern anschließend die ganze Wohnung. So geschieht es, wenn man allzu viele Leute einer Gesellschaft die Möglichkeit lässt, dem politischen System zu kündigen, sich auszuklinkern und im eigenen Mief- und Dunstkreis sich immer weiter wechselseitig zu bestätigen und zu erregen und zu empören. Das ist ein Krisenphänomen, das wir seit dem Winter 2014-15 in unserem politischen System auf das Schönste besichtigen konnten. Und bis heute leiden wir an den falschen Reaktionen des allergrößten Teils
von Öffentlichkeit und politischer Klasse in dieser Lage, wo es gegolten hätte, solche Miefzonen erst gar nicht entstehen zu lassen und schon gar nicht vor sich hinwuchern zu lassen. Negativ auf die Unterstützungsbereitschaft für Demokratie wirken sich erfahrungsgemäß die folgenden Phänomene aus. Korruption, entsinnen Sie sich der Folie, die ich Ihnen zu Beginn des Semesters zeigte, auf welche die Werte des Internationalen Korruptionsindex aufgetragen waren, und vergleichen Sie diese Folie, welche die ganze Welt darstellte, mit den Folien über Bertelsmann Transformationsindex, Freedom House Index, Index demokratische Stabilisierung und so weiter. Und Sie merken, dass Korruption das zentrale Geschwür von politischen Systemen und insbesondere von neuen politischen Systemen ist. Nichts unterminierte die nach der Apartheidzeit oder nach der Kolonialzeit neu entstandenen oder versuchsweise entstandenen Demokratien in Simbabwe und in Südafrika mehr als die ganz offenkundige Korruption der neuen politischen Klasse. Der südafrikanische Staatspräsident ist hier ein ganz erschreckendes Beispiel und lähmt inzwischen die südafrikanische Innenpolitik eben durch Korruption, die sich durch alles durchfrisst. Und Achtung, Korruption gibt es nicht nur in Afrika. Auf kommunaler Ebene ist sie auch in Deutschland durchaus weit verbreitet. Das Zweite, was sich sehr negativ auswirkt, neben dem Eindruck, die da oben denken nur an sich und füllen sich ihre Taschen, auch weil die Diäten angeblich viel zu hoch sind. Das Zweite, was eine Bevölkerung insbesondere in einer neu gewordenen Demokratie dem politischen System und dem demokratischen System zumal entfremdet, ist, wenn die politische Klasse politische Rivalität in den Mittelpunkt rückt. Demokratie handelt ja vom Streit von Personen um Macht, vom Streit von Parteien um Macht, vom Streit, bei dem politische Themen durchaus funktionalisiert werden. Und jeder Demokratie ist ein Schuss Demagogie beigemischt, das nennt sich dann Populismus. Aber wenn in der Bevölkerung der Eindruck ist, dass es im Wesentlichen um persönliches Gegeneinander geht, und nicht darum, dass man sich streitet, welche Entscheidungen dem Gemeinwesen am besten nutzen, dann ist schnell innerlich gekündigt. Und ich verweise nochmal auf die von Dresden ausgegangenen Rufe wie Volksverräter und Lügenpresse und der oder die muss weg. Und den Wunsch, ein unzweifelhaft brauchbar funktionierendes politisches System ebenso zu beseitigen wie die unzweifelhafte Diktatur der DDR. Wenn Sie in einem politischen System vorzeitige Parlamentsauflösungen häufen und in deren Vorfeld der Sturz von Regierungen überhand nimmt, ist das sehr häufig ein Zeichen für eine Krise der Demokratie. Frankreichs vierte Republik nach dem Zweiten Weltkrieg ging ganz wesentlich an ihrer politischen Instabilität mit häufigen Regierungsstürzen und so weiter zugrunde. Der Algerienkrieg war sozusagen nur der letzte Anstoß dafür, dass man nach dem Retter, nämlich dem General de Gaulle, rief, der dann freilich, Gottlob, kein autoritäres Regime, sondern sozusagen plebiszitären Cäsarismus aufbaute. Die Dritte Republik hat die häufigen Regierungswechsel ziemlich gut bewerkstelligt, weil die Regierungsstürze im Wesentlichen innerhalb der gleichen politischen Klasse erfolgten. Und es ganz gleich war, wer regierte. Alle taten im Grunde ohnehin dasselbe. Wenn aber mit Regierungsstürzen auch noch Kurswechsel verbunden sind und diese allzu häufig werden, dann kriegen die meisten in der Bevölkerung mit, irgendwas stimmt nicht mit unserem politischen System. Und dann gelangt man zum Spruch, der früher einer auf der linken Seite des politischen Spektrums war und heute auf die rechte Seite gewandert ist: Die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem. Ein System, gerade demokratischer Art, gerät auch in Krisen, wenn seine Eliten versagen bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemen, die von der Bevölkerung empfunden werden. Wenn nennenswerte Teile der Bevölkerung sich Sorgen machen um dies oder jenes und die politische Klasse einfach sagt, ihr bildet euch das alles nur ein, ihr seid strohdumm, wir aber sind gescheit und deswegen reden wir gar nicht erst mit euch, sondern tun das, was wir für richtig halten und das ist auch gut so, dann muss man sich nicht wundern, dass die solchermaßen Ausgegrenzten im Kreis wechselseitiger Bestätigung insbesondere immer dann weitere Anhänger finden,
wenn die Sorgen, die sie umgetrieben haben, sich als doch nicht völlig eingebildet erweisen. Wie etwa Sorgen um die Folgeprobleme einer bedingungslosen Willkommenskultur, um die Folgeprobleme der Ausbreitung von einer Religion in einer weitgehend religionsfreien Gesellschaft, die sich als Religion ernst nimmt und gar nicht daran denkt, zu sagen, der Staat soll tun, was er will, Religion ist Privatsache, sondern die umgekehrt sagt, Religion ist viel wichtiger als Politik. Deswegen ist nur jenes politische System ein legitimes, das die Gebote der wahren Religion befolgt. Wenn ein politisches System also die Sorgen der Bürger nicht ernst nimmt, dann werden aus besorgten Bürgern schnell empörte Bürger. Empörte Bürger, solange die Demokratie funktioniert, wählen Protestparteien, was die Regierungsbildung schwieriger und den öffentlichen Diskurs vergiften kann. In ohnehin schon schwankend gewordenen Demokratien können aus solchen Bewegungen empörte Bürger Volkstribunen aufwachsen, die ihrerseits an die Macht kommen können und anschließend die Demokratie ruinieren. Der Satz "wehret den Anfängen" ist schon richtig. Aber die Anfänge des Übels beginnen damit, dass man Sorgen, von denen Bürger empfinden, sie hätten sie, ignoriert und verächtlich behandelt. Und dafür, wie gesagt, war sogar eine stabile Demokratie wie die deutsche vor 2,5 Jahren ein schlimmes Beispiel. Wenn die Regierenden dann gar nur Klientelpolitik machen, weil dort ihre Elektorate sind und sie sich daran gewöhnt haben, dann einfach in Elitenkreisen auszuhandeln, worin ihre jeweiligen machtsichernden Vorteile bestehen, dann kann die Gesellschaft entlang von Klientelgruppen auseinanderfallen. Und wenn die politische Klasse keine Nachhaltigkeit ihrer Politik hinbekommt, dann bleibt es den Bürgern auch nicht verborgen. Die Umwelt geht zugrunde oder verschlechtert sich. Die Lebenserwartung sinkt wegen Luftverschmutzung wie in der DDR. Die öffentliche Infrastruktur verrottet. Und so die ersten Brücken fangen ein, mitten im Verkehr einzustürzen. Das Gesundheitswesen wird lausig. Der nächste Arzt, unglaublich weit weg, unglaublich lange Schlangen bei ihm, keine Operationen in angemessener Zeit. Ach, Sie haben schlimme Kreuzschmerzen, sehr schön. Den nächsten Termin kriegen Sie in einem Dreivierteljahr. Und wenn eine Operation notwendig sein sollte, na, in 2 Jahren könnten Sie für Ihren Bandscheibenvorfall eine OP bekommen. Wenn Sie das Glück haben, davor abzuleben, ersparen Sie sich eine lange Zeit von Schmerzen. Wenn in einer Gesellschaft dergleichen an offenkundiger Nicht-Nachhaltigkeit von Politik auftaucht, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in den Staat und zumal in die Demokratie schwere Einbußen nimmt. Aber umgekehrt ist es auch gefährlich für eine Demokratie, wenn wichtige Systemträger ihre Interessen nicht befriedigt bekommen. Schauen Sie, natürlich hat jede Regierung das Recht darauf, alle Großunternehmen durch entsprechende Steuergesetze aus ihrem Land zu vertreiben. Das ist das Recht einer Regierung. Aber was ist für ein Staat gewonnen, wenn die Steuern dann in einem anderen Staat mit liberalerer Steuergesetzgebung entrichtet werden, wenn sie nicht überhaupt vermieden werden, eben Gestrüpp transnationaler Unzuständigkeiten? Natürlich kann man in einem Staat die Interessen der Mittelschicht etwas von ihren bildungsmäßigen Kunststücken und wirtschaftlichen Erfolgen für sich selbst zu genießen, dadurch ignorieren, dass man genau den Mittelschichten immer größere Steuerlasten auferlegt. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn genau in Mittelschichtskreisen die innere Kündigung der Demokratie gegenüber anfängt. Beginnen mit der Vorstellung, na ja, warum soll ich als junger Mensch, dem nun heutzutage die Welt offen steht, genau in Deutschland bleiben? Diese überalternde Gesellschaft, diese von mehr und mehr Graffiti zersetzten und verschmutzten Städte, diese zunehmenden sozialen Konflikte. Wenn ich alt bin, wer wird mich hier umsorgen? Finde ich hier wirklich meine Zukunft? Soll ich nicht nach Australien, nach Neuseeland, in die USA, vielleicht nach Singapur oder sonst wohin auswandern? Und das ist kein ganz seltenes Interesse heutzutage. Wenn man aber Leistungsträger
aus dem Lande treibt, muss man sich nicht wundern, wenn man sie selbst nicht hat und andere schon. Das heißt, es gehört zur politischen Nachhaltigkeit schon auch, dass Eliten, die für die Politik zuständig sind, begreifen, dass es andere gesellschaftliche Elitengruppen auch gibt, die legitime Interessen haben, und zwar Interessen haben, die nicht zu berücksichtigen, dem Gemeinwohl und dem Gemeinwesen Schaden zufügt. Positiv auf die Unterstützungsbereitschaft für Demokratie wirkt sich Folgendes nach den vorliegenden Untersuchungen in der Regel aus. Ein Charisma von Spitzenpolitikern, und sei es nur ein Amtscharisma, der Kerl ist sozusagen als solcher gar nicht zu überzeugen, aber wenn er auftritt als Minister oder als Staatspräsident, dann hat er was an sich. Also ein Charisma, das Menschen für einen einnimmt, wie es etwa Willy Brandt besessen hat oder Helmut Schmidt besessen hat. Ein solches Charisma aber verbunden mit Dienstethos, wie im Fall von Schmidt, mit Pflichtethos, wie im Fall von Schmidt. Und nicht genutzt sozusagen, um sich selbst zu erhöhen, wie im Fall von dem Clown Berlusconi, der auch Charisma hatte und gar nicht wenig, zumindest also noch etwas jünger und frischer gewesen ist. Außerdem nutzt dem Vertrauen in die Eliten eine gemeinwohlorientierte politische Rhetorik. Ein bestimmtes Untermaß an Rhetorik seitens der politischen Eliten schadet einem Gemeinwesen auch. Denn dort, wo jene, die einen freiheitlichen Staat tragen, es nicht schaffen, die emotionalen Tiefenschichten der Bevölkerung zu erreichen, sie mit einem gewissen Stolz auf ihr freiheitliches Gemeinwesen zu erfüllen, ihnen mit Worten zu kommen wie Kennedy in seiner berühmten Dienstantrittsansprache: Frage nicht danach, was dein Land für dich tun kann, sondern frage danach, was du für dein Land tun kannst. Ein Land, in dem eine solche Rhetorik kaum vorkommt, ja als nachgerade unschicklich gilt wie in Deutschland, als übergriffig in die Selbstbestimmungsrechte des Bürgers. Ich bestimme doch, was ich für das Land tun will. Ich habe Recht darauf, dass. In einem Land, wo die politische Klasse nicht mehr sozusagen die Seelen und Gefühle der Regierten erreicht, muss man sich nicht wundern, dass eine innere Distanz erst zur politischen Klasse, dann zum Gemeinwesen entsteht und am Schluss der Staat als eine ziemlich blutleere Verrichtung, als ein Skelett, kaum mit Blut und Fleisch und Muskel und Sehnen ausgestattet, herumsteht. Wir sind zu dem Punkt, dass sich, und ich war bei den Reichsbürgern vorhin schon, manche Leute wirklich erdreisten zu sagen, nur dieser Staat besteht gar nicht. Man merkt von ihm ja auch gar nichts. Und emotional geht er mich schon gleich gar nichts an. Schauen Sie, den Weg dorthin kann man guten Gewissens und auch besten Willens einschlagen, wie der Bundespräsident Gustav Heinemann. Als er zum Bundespräsident gewählt wurde, fragte ihn ein Journalist, ob er denn Deutschland, dessen erster Bürger er nun sei, ob er denn Deutschland liebe. Heinemann sagte, na, ich liebe meine Frau. Das ist schön für seine Frau. Das ist auch die richtige Haltung von Heinemann. Aber es war natürlich genau das Vermeiden der tatsächlich gestellten Frage. Was für ein inneres Verhältnis hast du zu jenem politischen System, an dessen Spitze du nun stehst? Und in welchem Umfang willst du wohl bereit sein, dein hoffentlich positives inneres Verhältnis zu diesem Gemeinwesen, dem du vorstehst, dieses gute innere Verhältnis möglichst vielen Deutschen weiterzugeben? Sie auch zu Staatsbürgern werden zu lassen, die nicht nur im Staat leben, mit mürrischem Gesicht, sondern die sagen, hey, es ist toll, in einem so wohlgeordneten Gemeinwesen zu leben, in einer funktionierenden Demokratie. Das ist eine Ausnahme, für die wollen wir ziemlich viel tun. Das, was Amerikaner häufig an Überschuss haben und sogar donaldistische Dumpf- und Plauderbeutel rhetorisch ab und zu brauchbar hinbekommen, das ist in manchen europäischen Staaten, nicht in Frankreich wohlgemerkt, nicht in Italien, auch nicht im Vereinigten Königreich, aber in manch anderen Staaten eben schon, sehr unterausgeprägt. Und meines Wissens gibt es sowas wie Reichsbürger, weder in den USA, noch in Frankreich, noch in Italien, die gibt es in Deutschland. Die tatsächlich zutiefst empfinden, diesen Staat gäbe es gar nicht
Und wenn es ihn gäbe, dann wäre er eher ein Problem als eine Lösung. Und hilfreich ist es auch, wenn es gelingt, wofür das Wahlrecht zu den Parlamenten in der Regel der Schlüsselfaktor ist, tüchtige Regierungsmannschaften zusammenzustellen, die nicht nur politisch tüchtig sind, also effizient ihre Parteien führen können, Wahlkampf führen können, gut argumentieren können, ganz gleich wie gut die Argumente selbst sind, sondern die auch fachlich gut sind, die auch fachlich von möglichst vielen Gebieten etwas verstehen. Und wenn man zugleich es schafft, in den Regierungsmannschaften ein vernünftiges und auch faires Mischungsverhältnis herzustellen zwischen Technikern der Macht, die ein Großteil der Bevölkerung dann gar nicht so richtig kennt, und jenen Rampensäuen, die es nun einmal auch braucht. Es sind die Rampensäue, die das politische System personalisieren. Und wenn die Rampensäue persönlich integer und fachlich gut sind, dann ist das in der Regel auch gut für das politische System. Und sind unter den integren und fachlich kompetenten Politikern zu wenig Rampensäue, dann haben populistische Rampensäue gesteigerte Chancen, auf dem politischen Stimmenmarkt ihre Ernte einzufahren. Und wenn Sie in die Gegenwart von Demokratien, inklusive der unseren, blicken, werden Sie sehen, dass diese Forschungsergebnisse tatsächlich stimmen. Was braucht es noch? Hilfreich für den Aufbau von Demokratie, für das Bestehen von Demokratie, ist tatsächlich Föderalismus. Die Vorteile von Föderalismus, gerade für demokratische, also auf die Zustimmungsbereitschaft der Bürger bauende Systeme, sind die folgenden. Föderalismus verhindert, ohne jetzt sozusagen darauf einzugehen, dass man mit Föderalismus regionalen, kulturellen und sonstigen Interessen gerecht werden kann, was alles stimmt. Aber rein technisch gesehen ist es so, dass Föderalismus es verhindert, dass sich die Wucht des politischen Streites an einer einzigen Stelle konzentriert. In nicht-föderalen politischen Systemen, noch dazu, wenn sie nicht in supranationale Systeme eingebettet sind, haben sie eine Systemebene und eine Stelle, wo alle politische Streit zusammenkommt. Im Parlament und in der Regierung oder zwischen Parlament und Regierung und den Parteien, die das alles bestücken. Wenn sie ein föderales System haben, dann haben die Gliedstaaten ihre Kompetenzen, der Gesamtstaat hat seine Kompetenzen, die können so völlig verschmiert sein wie im deutschen Fall. Dann haben die Gliedstaaten ihre politischen Bühnen, der Zentralstaat hat seine politischen Bühnen und die können so eng verkoppelt sein wie in Deutschland. Ja, dann versickert politischer Streit auf viele verschiedene Arenen. Das ist schlecht fürs Durchregieren. Das ist schlecht für die Identifikation klarer Verantwortung. Aber es gibt nicht die eine Stelle, wo sich die gesamte politische Wucht konzentriert. An vielen Stellen wird Druck auf die politische Klasse ausgeübt und folglich ist der Druck sozusagen pro Quadratzentimeter wesentlich geringer, wenn er sich auf 100 oder 1000 Quadratzentimeter verteilen kann, statt als gesamter Druck auf einem einzigen Quadratzentimeter ansetzen zu müssen. Man kann in solchen Systemen dann die Macht verteilen und die Posten verteilen, auch entlang von ethnischen oder kulturellen Scheidelinien. In Deutschland nahm das meistens die Form an, dass in der Regierung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen protestantischen und katholischen Politikern sein müsste. Inzwischen muss man auch die Agnostiker oder Atheisten richtig bedenken und zumindest einen muslimischen Staatssekretär braucht es inzwischen auch. Demnächst werden wir Kabinette erleben, wo auch darauf geachtet wird, dass die nationalen Minderheiten angemessen vertreten sind. Die türkischen Deutschen, die syrischen Deutschen, die afghanischen Deutschen, die italienischen Deutschen. Und das ist in föderalen Systemen, weil es einfach mehr Ebenen gibt, wesentlich leichter möglich als dort, wo es nur eine einzige Systemebene mit relativ wenigen Posten gibt. Es gibt in föderalen Systemen auch Anreize für interethnische oder interkulturelle Koalitionsbildungen über die Cleavages, die es ja weiter in den Gesellschaften gibt, hinweg, nämlich um Mehrheiten bilden zu können.
Sie müssen also nicht einen kulturellen Streit als kulturellen Streit austragen. Er kann transformiert werden, sagen wir mal, in einen Streit zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen oder zwischen dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern oder zwischen Ost und West. Und der Streit zwischen Ost und West kann wiederum ausgetragen werden, je nach den politischen Mehrheitsverhältnissen, als Streit zwischen im Osten dominanter CDU und im Westen dominanter SPD oder in gleich welcher ausdenkbarer Parteienkonstellation. Eben die Schaffung querliegender Cleavages ist auch ein besonderer Vorteil von föderalen Systemen. Schauen Sie, wenn Sie ein föderales System haben, dann muss nicht die Gruppe A gegen die Gruppe B antreten, also die Frankophonen gegen die Flämischsprechigen, die Christlichen gegen die Muslimischen oder gegen die Agnostischen, sondern es kann die Gruppe A im Land 1 sich mit der Gruppe B im Land 1 verbünden gegen die Gruppe A im Land 2, wenn es gemeinsame Interessen gibt, die tüchtige Politiker schon zu finden verstehen. Und sei es nur das Interesse daran, sich bei den nächsten Posten, die zu verteilen sind, wechselseitig zu helfen. Man kann bestehende Konflikte über politisch-föderale Strukturen übersteuern und überlagern. Man kann außerdem in föderalen Systemen politische Anstrengungen dahingehend fördern, dass Ungleichgewichte zwischen ethnischen oder kulturellen Teilgruppen überwunden werden. Was einer der Leitgedanken war, im Nahen Osten einen eigenen Palästinenserstaat zu schaffen. Was einer der Leitgedanken dessen ist, wie Israelis fortschrittlicher Art von einem Friedensschluss sich erhoffen, dass sie das Problem der demnächst vorhandenen arabischen Mehrheit unter Israelis lösen können. Denn die demografische Entwicklung, wenn sie so weitergeht, werden die arabischen Israelis, die jüdischen Israelis in absehbarer Zeit an Zahlen übersteigen. Und wenn Israel eine Demokratie bleibt, sind jüdische Israelis in der Minderheitsposition in genau jenem Staat, der als Staat für Juden begründet worden ist. Und dann ist natürlich Föderalisierung in Verbindung mit einer Gesamtfriedenslösung für den Nahen Osten eine Möglichkeit, um in jenen Teilen, wo die jüdische Bevölkerung weithin dominiert, der eigenen Identität gemäß leben zu können, ohne zugleich jene Teile des Staatsgebietes abstoßen zu müssen, in denen es arabische Mehrheiten gibt. Also Föderalisierung und Beseitigung oder Überwindung oder zumindest Entproblematisierung von Ungleichgewichten zwischen ethnischen oder kulturellen Gruppen, das ist einer der ganz großen friedensstiftenden Vorteile von Föderalismus. Man bezahlt freilich auch für diesen Vorteil, wie man für alle Vorteile zu bezahlen hat, nämlich dadurch, dass das Regieren insgesamt schwieriger wird und die Anforderungen an die politische Elite gerade unter demokratischen Bedingungen dadurch steigern. Also, das ist das, was im grünen Kasten steht, was meine letzte Bemerkung prägte. Man muss stets den Vorteilen von Föderalismus, die Transaktionskosten von Föderalismus und die Blockademöglichkeiten föderaler Staatsstrukturen entgegenrechnen. Und dann so auf der Basis dessen, was eben kulturell geht oder nicht geht, den geeigneten Mix zu finden versuchen. Einen Mix, den man dann immer wieder reformistisch weiterentwickeln muss, wenn sich die Umstände verändern, dessen bewährten Kern man aber nicht aufgeben sollte. Und was braucht es noch, wenn man Demokratie erringen und sichern will? Es braucht viel Glück. Das ist nichts, was von selbst läuft. Demokratie ist was Seltenes, etwas Wertvolles. Sie gibt es noch nicht so furchtbar lange. Wo es sie gegeben hat, ist sie oft genug wieder zusammengebrochen. Man braucht einfach Glück. Die Voraussetzungen für Demokratie, so vielschichtig, wie ich sie Ihnen dargestellt habe, sie entstehen in Evolutionsprozessen, die gekennzeichnet sind durch Kontingenz, also durch Dinge, die weder sicher sind noch unmöglich sind, die nach wechselnden Wahrscheinlichkeiten auftreten oder eben nicht auftreten, die man nicht vorhersehen kann. Und die obendrein in pfadabhängigen Prozessen entstehen. Das heißt, Entscheidungen von gestern, von vorgestern, von vor 2 Jahren, von vor 200 Jahren, von vor 1000 Jahren prägen die heutigen Handlungs-
Umstände. Wer ein plastisches Beispiel will, der kann schnell eines finden. Stellen Sie sich vor, das Endspiel eines großen Fußballwettbewerbs. Und es fällt für die auf dem Platz unterlegene Mannschaft das Führungstor nach 21 Minuten. Das Spiel nimmt einen anderen Verlauf, als wenn das Führungstor für die tatsächlich auf dem Feld überlegene Mannschaft nach 20 Minuten gefallen wäre. Die Spieler auf dem Platz sind anders motiviert, stehen anders unter Druck. Und je nachdem, wie dann das Spiel weitergeht, wer das nächste Tor schießt, ob aus dem 0:1 ein 0:2 wird oder der Ausgleich, das prägt den weiteren Verlauf des Spiels. Und das, was beim Fußballspielern so evident ist, dass sie, die Fußballspiele, pfadabhängige Prozesse sind, wo der vorige Verlauf das spätere tiefgreifend prägt, das ist mit Politik um keinen Deut anders. Man kann nicht von der Gegenwart aus nach Lust und Laune, nach Wunsch und Willen Voraussetzungen für Demokratie schaffen, die gestern und vor 10 Jahren und vor 100 Jahren nicht zu entstehen begonnen haben. Man kann lediglich jetzt versuchen, Weichen so zu stellen, dass in 10 oder 20 oder 100 Jahren das zarte Pflänzchen von Demokratie sich vielleicht entwickelt, wenn nicht kontingente Ereignisse, die auftreten können, aber nicht müssen, dem nicht in die Quere kommen. Dort, wo absichtlich Demokratiegründung versucht wird, etwa durch einen demokratisierungslustigen Eroberer, dort gelingt es nur selten. Die wichtigsten Beispiele und wohl auch die einzigen ist das Beispiel von Japan nach dem Zweiten Weltkrieg und von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei in Japan im Wesentlichen der Militarismus zu beseitigen war und in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert alle Voraussetzungen für Demokratie längst da gewesen sind und die Weimarer Republik auch nicht hätte scheitern müssen, wäre die Verfassung ein wenig mehr zur Verantwortung für die politischen Parteien einladend gewesen, wäre der Versailler Vertrag ein wenig anders ausgefallen, wäre die Weltwirtschaftskrise nicht oder anders gekommen, hätte Fahrradkette, pfadabhängig kam es nicht so, aber die Voraussetzungen für Demokratiegründung waren da und darum war es erfolgreich. Was schlossen die Amerikaner? Ja, dann ist Demokratiegründung auch in Südkorea und in Südvietnam und im Irak und in Afghanistan möglich. In Afghanistan haben wir auch die Bundeswehr hingeschickt. Nicht nur, um unsere Sicherheit angeblich am Hindukusch zu verteidigen, sondern um dort einen Beitrag zur Errichtung der Voraussetzung von Demokratie zu leisten. Bildungseinrichtungen für Frauen, gebohrte Brunnen, Straßen, Infrastruktur. Wenn wir uns nur engagieren, dann wird schon Demokratie entstehen. Der Pustekuchen. Die Voraussetzungen für Demokratie lassen sich nicht nach Lust und Laune schaffen. Man kann höchstens erkennen, wo so viel von ihnen da ist, dass es möglich ist, einer anhebenden Entwicklung diese Richtung zu geben, statt einer anderen. Historische Großereignisse bahnen ohnehin Entwicklungswege, die man dann schwer verlassen kann. Der Spanische Bürgerkrieg, der endete nun einmal mit dem Sieg der Falangisten unter Franco. Er mündete nun mal in eine Diktatur, die dann jahrzehntelang bestand. Und die Spanier hatten Glück, dass die Beteiligten, inklusive des Königs, dem man das gar nicht zugetraut hätte, und der ersten Ministerpräsidenten wohlgemerkt, so klug waren, aus der Diktatur einen Weg zu finden, der nicht mit jener brutalen Abrechnung gekennzeichnet war, die man nach dem Bürgerkrieg und der schlimmen Diktatur hätte erwarten können. Dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg nicht verliert, sondern gewinnt, das war schon gut so. Dass sie im kompletten Mittel- und Osteuropa die Macht übernimmt, das hätte auch anders kommen können. Aber dass es so kam, das schuf eben dort für Jahrzehnte realsozialistische Diktaturen, die im Generationenwechsel nun Voraussetzungen für Demokratisierung schufen, die sich sehr stark von jenen Voraussetzungen für Demokratisierung unterschieden, die in Deutschland bestanden.
und sogar in Ostdeutschland bestand dann. Große Ereignisse können unglaublich vieles vermasseln und für manches auch den Weg öffnen. Das, was ich das ganze Semester über schon sage, sei jetzt ein fast schon letztes Mal nochmal zum Ausdruck gebracht, bei vielen Demokratisierungsversuchen sind die Voraussetzungen für eine Entwicklung auf einem Demokratisierungspfad gerade nicht gegeben, etwa im sich entkolonialisierenden Afrika, weshalb die meisten durch Willensakte, also voluntaristisch neu geschaffenen Demokratien, zunächst einmal zusammenbrechen und vielleicht dauerhaft in den Trümmern liegen bleiben. Das alles im Auge, muss man schon dann näher danach fragen, warum es denn so ist, dass bislang Demokratien fast nur im europäischen Siedlungsgebiet entstanden sind. Schlagen Sie jetzt in Gedanken die Brücke zurück zu den ersten Stunden des Semesters, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie einzigartig der europäische Staat ist mit seinen Voraussetzungen. Und dass eben seine speziellen Voraussetzungen den europäischen Staat wohl so einzigartig, so leistungsfähig, so erfolgreich machten. Und weil Demokratie nun einmal funktionierende Staatlichkeit voraussetzt, wird wohl dort der Grund dafür zu suchen sein, dass Demokratien bislang fast nur dort entstanden sind, wo Europäer sich angesiedelt und ihre Kultur zur Rahmenkultur oder zur Leitkultur gemacht haben. Bis heute ist es eine ganz offene Frage und im asiatischen und im arabischen Raum wird sie sogar vielfach bewusst verneint, ob sich denn Demokratie überhaupt für Gesellschaften eignet, die kulturell ganz anders als der Westen geeignet sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes Meeting mit dem neuen König von Saudi-Arabien. Und dem bringen Sie bei, dass die große Zukunftschance seines reichen Staates in der Einführung von Demokratie bestünde. Der wird Sie wahrscheinlich milde anlächeln und irgendwann darauf zu sprechen kommen, dass er immerhin der Hüter der heiligen Stätten ist und dass er in erster Linie auf Gottes Wort zu hören hat und nicht auf Einflüsterungen von westlichen Politikwissenschaftlern oder Politikern. Und in Asien werden Sie als Antwort bekommen: Vergleicht doch mal, wie eure Städte ausschauen, Berlin, Neapel oder andere schöne Städte, wie das aussieht im Vergleich mit Seoul, im Vergleich mit Peking, im Vergleich mit Singapur. Wo ist es denn proper? Wo ist es denn sicher? Bei euch oder bei uns? Wo haben die Leute eine gesicherte Lebensperspektive? Wo hocken unglaublich viele Junkies rum, deren Leben schon in jungen Jahren kaputt ist? Bei uns nicht. Wir gehen einen anderen Weg und unser Weg ist erfolgreich. Es ist ein Weg, der auf dem Prinzip der Harmonie beruht. Der Harmonie zwischen Regierenden und Regierten, Klügeren und weniger Klugen, der darauf beruht, dass man den Entwicklungsweg, der in der Wirklichkeit gemäß ihrer Funktionslogik da ist, erkennt, dass man also dem Tao der Dinge folgt. Ja, für euch mag Demokratie vielleicht gut sein, wir brauchen sie nicht. Wir haben es auch so herrlich weit gebracht. Tja, und an der Stelle versuchen Sie mal zu argumentieren. Und ich garantiere Ihnen, selbst mit Chinesen und Arabern, die an führenden amerikanischen Universitäten ausgebildet sind, die alles über Demokratie Ihnen runterbeten können, was ich Ihnen in der Vorlesung erzählt habe, selbst bei denen hören Sie, naja, das ist das, was ihr so lehrt, das ist auch richtig, richtig für euch. Aber in unserem Weltteil funktioniert Politik und Gesellschaft und Wirtschaft nun mal anders. Und deswegen gehen wir unseren Weg und wir wollen uns von euch nicht länger neokolonialistisch bevormunden lassen. Statistische Analysen zeigen, die kann man machen und in der Literatur, die ich Ihnen da immer wieder eingeblendet habe, finden Sie sie. Statistische Analysen zeigen, am engsten hängt in nicht-europäischen Staaten das Bestehen von halbwegs stabiler demokratischer Ordnung damit zusammen, ob dieser Staat eine englische Kolonie gewesen ist. Außerhalb Europas sind die meisten Demokratien dort, wo zuvor englische Kolonien gewesen sind. Das hat viel Scheins zu tun mit indirekter Herrschaft, auch damit, dass im angelsächsischen Kulturimperialismus eben doch unglaublich viele westliche Denkweisen über die englische Sprache
und zwar Denkweisen liberaler Prägung über die englische Sprache, in solche Gesellschaften eingeflossen sind. Und im Übrigen hängt das Schicksal von neuen Demokratien davon ab, ob sie ziemlich schnell ein effektives Regieren ermöglichen, ob es also nach dem Übergang zur Demokratie nicht zu Diadochenkämpfen in der neuen politischen Elite kommt, wie vorhin beschrieben, sondern dass tatsächlich wirkungsvolles und auch gutes Regieren möglichst ohne Korruption entsteht. Und das wiederum, das effektive Regieren und ob es den Leuten gut geht, hängt sehr stark eben von wirtschaftlichen Zyklen ab, die man nicht nach Lust und Laune beeinflussen kann. Und wenn da irgendwelche amerikanischen Banken durch falsche staatliche Förderungspolitik jede Menge von faulen Hypothekenkrediten aufsammeln, die dann im internationalen Finanzsystem in Finanzprodukte verpackt werden, die keiner mehr durchschaut, die aber angeboten werden und sich am Schluss als Schrottwerte entpuppen. Wenn also dann eine internationale Finanzkrise ausbricht, ja, wenn ich in einer solchen Lage gerade angefangen habe, meine Demokratie aufzubauen, dann habe ich Pech gehabt. Man kann auch Glück haben. Schauen Sie auf die Entwicklung der bundesdeutschen Demokratie. Ohne die große westliche Prosperitätswelle nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne die Sonderkonjunktur durch den Koreakrieg, der deutsche Produkte wieder sehr nachgefragt werden ließ, wäre unser, in Anführungsstrichen, Wirtschaftswunder so schnell auch nicht angefacht worden. Man muss Glück haben. Aber ob politische Maßnahmen in eine ökonomisch glückliche oder in eine ökonomisch kritische oder gar unglückliche Phase fallen, das weiß man halt davor nicht. Das ist eben kontingente Pfadabhängigkeit. Und ist der Anfang vermasselt, fangen also sogar Ostdeutsche an, sich darüber zu beklagen, dass man ja eigentlich bundesrepublikanisch werden wollte, weil dann die blühenden Landschaften innerhalb von 2 Monaten oder 2 Jahren oder auf alle Fälle 1,5 Wahlperioden kämen, ja, dann ist man natürlich zutiefst enttäuscht. Wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat gekriegt, wir wollten den D-Mark bekommen, haben wir Arbeitslosigkeit, davor waren wir die 5. größte Industriemacht der Welt, jetzt haben wir angeblich lauter marode Fabriken gehabt. Ja, das sind schlechte Voraussetzungen und es hat schon seinen Grund, warum das System Vertrauen in den neuen Bundesländern bis heute wesentlich geringer ist als in den alten Bundesländern und weswegen die Flügelparteien des Systemprotestes genau in den neuen Bundesländern ihre starken Bastionen haben. Im linken Bereich, das was von der PDS noch übergeblieben ist, und im rechten Bereich, was aus der AfD geworden ist. So viel zu den Voraussetzungen von Demokratie und wie schwer es ist, sie zu schaffen. Fragen dazu? Dann lautet das Anschlussthema notwendigerweise, jetzt wissen wir, was Demokratie ist, was die wichtigsten Stellschrauben sind, was ihre Voraussetzungen sind. Wie können wir denn Demokratie konsolidieren, wenn die Chance da ist, sie aufzurichten? Also, Lage ist die, aus irgendwelchen Gründen wird in einem autoritären Regime Demokratie eingeführt. Elitenwechsel, Revolution, gleich wie auch immer. Dieses Einführen von Demokratie beinhaltet üblicherweise, dass neue Spielregeln eingeführt werden, Pluralismus, freie Wahlen, Akzeptanz von Opposition, Verantwortlichkeit der Regierung, was alles autoritärer Regierungsweise zutiefst widerspricht, dass man besondere Institutionen schafft oder ummodelt. Man hat jetzt Parlamente, die mehr sind als Abnickmaschinen. Man hat Parteien, die mehr sind als Transmissionsriemen. Man hat Medien, die mehr sind als kollektive Propagandisten in der Hand der Herrschenden. Man hat gleich oder nach einiger Zeit die Akzeptanz der neuen Regeln, die Akzeptanz der neuen Institutionen seitens von zumindest Teilen der Eliten und der Bevölkerung. Vielleicht hat man sogar die Wertschätzung der neuen Spielregeln, was dann zu jenen Klüften führen kann, die wir demoskopisch immer wieder ermitteln, wenn wir Leute fragen, was hältst du von der Idee der Demokratie? Zwischen 1 ganz toll und 5 ganz lausig, hat man meistens sehr hohe Werte. Und wenn man die Leute fragt, was hältst du denn von der Demokratie, wie sie bei uns im Land tatsächlich besteht? Naja, da landet man irgendwo unterhalb von 3.
Also man hat im Idealfall Akzeptanz und Wertschätzung der neuen Regeln und Institutionen durch möglichst große Teile von Eliten und Bevölkerung. Und im Idealfall bekommt man es hin, dass immer wieder stabile Handlungsmuster an den Tag gelegt werden. Stabile Handlungsmuster, auf deren Verfügbarkeit, auf deren routinemäßiges Eintreten man sich verlassen kann. Solche stabilen Handlungsmuster, die genau von jenen Regeln geprägt sind, die man neu der Demokratie willen eingeführt hat und die genau die demokratienotwendigen Institutionen am Leben erhalten, reproduzieren, immer wieder neu mit Autorität ausstatten. Und wenn es so weit gekommen ist, dass stabile, das freiheitliche Institutionensystem reproduzierende Handlungsmuster da sind, dann ist man am Ziel, dann ist Demokratie konsolidiert. Und der Prozess, in dem sich das alles einspielt, den nennt man demokratische Konsolidierung oder Demokratiekonsolidierung. Und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er misslingt, habe ich schon gesagt und will es nicht mehr allzu häufig wiederholen. Die Frage lautet nun, wie misst man denn nun, wie weit ein Land eine Demokratie ist oder wie weit ein Staat demokratisch konsolidiert ist? Naja, wie man es misst, hängt vom Konsolidierungsbegriff ab und davon, wie man ihn operationalisiert, also in Dinge umsetzt, die man konkret beobachten kann. Tatsache ist, dass der Konsolidierungsbegriff nicht nur der, der in der öffentlichen Debatte verwendet wird, sondern auch jener, der in der Politikwissenschaft verwendet wird, sehr häufig ziemlich schwammig und ungenau ist. Das muss an sich kein Problem sein, denn ich nutze die Gelegenheit, Sie auf Folgendes zu verweisen. Wir verstehen häufig unter Definieren, dass ein Begriff eine ganz klare Grenze bekommt und dass man die Wirklichkeit genau entlang von klaren Grenzen abtrennt und unterteilt. Demokratie geht bis dahin und einen Millimeter weiter sind wir in der Diktatur. Links geht bis dahin, einen Millimeter weiter ist man in der Mitte, geht bis dahin, einen Millimeter weiter ist man rechts. Aber so ist die Wirklichkeit nicht. Und viele Probleme mit unserer politischen Sprache und ihren Begriffen kommen davon her, dass wir der fixen Idee anhängen, dass man einen Begriff am besten dadurch definiert, dass man im lateinischen Wortsinn Grenzen festlegt. In den asiatischen Sprachen, die andere Notationssysteme haben als unsere Alphabetsprachen, definiert man Begriffe so, dass man den Kerngehalt eines Begriffes klar macht. Was ist der Kern von Demokratie? Was ist der Kern von Linkssein? Was ist der Kern von Extremismus? Und dass man akzeptiert, dass Begriffe an ihren Rändern in andere Begriffe übergehen, genauso wie die Wirklichkeit, die man unter einem Begriff fasst, in Wirklichkeitsbereiche übergeht, die unter andere Begriffe zu fassen sind. Das heißt, wer meint, ein Begriff sei deswegen schon zu schwammig, weil man keine klare Grenze angeben kann, der läuft einer fixen und unproduktiven Idee hinterher. Das Wesentliche ist, dass man den Kerngehalt von Begriffen klar macht. Dann mögen sie zwar einem Grenzfetischisten als schwammig erscheinen, dem Verständigen aber nicht. Und beim Demokratiebegriff habe ich versucht, Ihnen nahezubringen, dass der Kern von Demokratie die Rückbindung der Regierenden an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten ist. Das ist der Kern. Und dann gibt es Ausfransungen und Übergänge zu anderen Demokratiebegriffen. Und ungefähr so müssen Sie auch mit dem Konsolidierungsbegriff umgehen, wenn Sie ihn in einer fruchtbaren Weise verwenden wollen. Tatsächlich aber ist es so, viele haben auch nicht Konsens über den Kern des Konsolidierungsbegriffs, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass die meisten, die auf diesem Forschungsgebiet tätig sind, das, was ich auf der vorigen Folie beschrieben habe, als demokratische Konsolidierung bezeichnen würden, nämlich jenen Prozess, an dessen Ende in einem ehedem autoritären System Handlungsmuster routinemäßig an den Tag gelegt werden, welche demokratische Strukturen und Prozesse reproduzieren. Aber dennoch wird dann der Konsolidierungsbegriff immer wieder unterschiedlich gehandhabt und dann folglich auch unterschiedlich operationalisiert, sodass die Forschungsergebnisse
oft schwer zu vergleichen sind. Achtung, im Wortsinn schwer zu vergleichen sind. Also nicht, dass die Ergebnisse gleich sind, denn das heißt nicht Vergleichbarkeit, sondern dass man nicht so richtig sehen kann, anhand von welchen Kriterien ist nun das eine vom anderen verschieden oder dem anderen ähnlich. Im Grunde gibt es im Umlauf befindlich zwei Varianten des Konsolidierungsbegriffs. Ein minimalistisches Verständnis: Konsolidierung ist die Bewahrung demokratischer Strukturen, also die Reproduktion jener Handlungsmuster, die dazu führen, dass eben demokratische Strukturen bestehen bleiben. Das ist tatsächlich jener Konsolidierungsbegriff, den ich zu verwenden empfehle, wie ich auch beim Demokratiebegriff ein minimalistisches Verständnis angeraten habe. Und es gibt das maximalistische Verständnis, nämlich dass demokratische Konsolidierung meint die Vertiefung der Demokratie in den Einstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung. Also die Demokratie wird immer mehr. Ja, bis wohin? Ja, Habermas in der berühmten Einleitung zum Buch Student und Politik schrieb, erst wenn sich alle politisch beteiligen, ist Demokratie wirklich wahr. Also wenn die gesamte Bürgerschaft vom Zähneputzen am Morgen bis zum Zähneputzen am Abend politisch interessiert ist und jeder sich zumindest am Tag eine gewisse Zeit lang politisch engagiert. So kann man es auch sehen. Also auf dem Weg dorthin konsolidiert sich ein Staat. Und das ist auch legitim. Ich glaube aber, dass das weniger fruchtbar ist als das minimalistische Verständnis, dessen Kern ich Ihnen vorhin dargestellt habe. Gleichwohl ist Wolfgang Merkels Maximalkonzept sehr hilfreich, weil man hier vieles auf einen Blick überschauen kann, was wir im Detail schon behandelt haben, was aber wiederum ins Gedächtnis gerufen werden soll, damit die einzelnen Wissensteile, die ich Ihnen vermittelt habe, gut zusammenwachsen können. Wolfgang Merkel nennt sein Konzept das Konzept der eingebetteten Demokratiekonsolidierung. Gemeint ist Folgendes, dass Sie ja sozusagen eine russische Puppe haben, die immer weitere Puppen im Inneren haben. Die äußerste Puppe ist, dass sozusagen die Voraussetzungen für stabiles Zusammenleben bestehen. Dass es soziale Voraussetzungen gibt, wie das Leute miteinander halbwegs umgehen können, dass es ökonomische Voraussetzungen gibt, die Leute können leben, überleben, Handel treiben und so weiter. Also die Voraussetzungen. Dann, dass sich die Leute, die da sind, selbst organisieren können, sodass eine bestimmte Verfestigung sozialer Zustände eintritt. Dann Staatlichkeit, dass also verlässlich auf einem bestimmten Gebiet über die dort länger oder kürzer lebende Bevölkerung Staatsmacht ausgeübt wird. Dass man sich darauf verlassen kann, diese Regeln gelten und das muss ich nicht befürchten. Und diese Staatlichkeit, die kann sich kennzeichnen dadurch, dass es überhaupt effektive Regierungsmacht gibt, dadurch, dass jene, die regieren, zur Verantwortung gezogen werden können in einem System von Gewaltenteilung, dass die dem Regieren Unterworfenen bestimmte Rechte haben, als Bürger, als Menschen, und dass zu diesen Rechten auch politische Freiheit gehört, nämlich auf den Politikprozess Einfluss nehmen zu können. Und wenn das gegeben ist, dann wird obendrauf noch gesetzt als Schlussstein im einen Bild oder findet sich als innerste Puppe im russischen Puppensystem das jeweilige Wahlregime, das dafür sorgt, dass Bevölkerungspräferenzen in Wählerstimmen, in Parlamentssitze, in die Zuweisung öffentlicher Ämter umgesetzt werden. Und folglich sehen Sie, das, was ich während der ganzen Vorlesung in verschiedenen Schritten Ihnen vor Augen geführt habe, dass Demokratie ein Schichtenbau ist. Und dass Demokratie auch nicht dadurch errichtet wird, dass man ein bestimmtes Wahlrecht irgendwo einführt, sondern man muss dann eben auch für Regierungseffektivität sorgen, für Kontrollierbarkeit, für bürgerliche Freiheiten, für politische Freiheit. Es muss der Staat stabil sein, damit das gelingt. Es braucht für einen stabilen Staat eine wirkungsvoll sich selbst organisierende und aufrechterhaltende Zivilgesellschaft und es braucht die ökonomischen Voraussetzungen. Demokratiekonsolidierung ist ein Prozess in diesem Schichtgefüge. Und wenn das klar ist, kann man dann vier Ebenen von demokratischer Konsolidierung unterscheiden, wie es auch bei Merkel steht.
Hier haben Sie den Zeitverlauf, womit fängt man an und wohin kann das führen. Es fängt an mit institutioneller Konsolidierung an die Stelle der Institutionen, der autoritären Diktatur, setzt man die Institutionen freiheitlicher Demokratie, freie Parlamente, Regierungen, politische Parteien, unabhängige Massenmedien, unabhängige Gerichte. Dafür sind natürlich ganz wesentlich die Eliten zuständig. Diese Eliten bauen ein Handlungsgeflecht auf, in dem dasjenige, was die Bevölkerung an Sorgen hat, an Wünschen hat, wiedergespiegelt und, Ernst Fraenkel lässt grüßen, vom empirisch vorfindbaren Volkswillen weiterentwickelt, also veredelt wird, zu jenem Willen, den die Leute dann hätten, wenn sie sich ebenso vernünftig und gründlich mit Politik befassen könnten, wie das die Eliten tun können. Wenn so ein System da ist, muss sich das Verhalten der Eliten konsolidieren, dass man sich auf ihre Verhaltensmuster verlassen kann. Wenn sie das tun, dann kann das im Zeitverlauf zurückwirken darauf, wie sich die Bevölkerung aufführt. Die Bevölkerung kann Vertrauen in ihre Eliten gefasst haben, Vertrauen in ihre Institutionen gefasst haben, weil sie die Bevölkerung erlebt, dass die politische Klasse eben nicht aus Volksverrätern besteht, sondern aus Leuten, die sich um sie, die Leute, sorgen, dabei freilich mitunter zu anderen Einsichten und politischen Gestaltungswünschen kommen, als Kreti und Pleti auf der Straße. Wenn das gelingt, dann ist bürgergesellschaftliche Kultur konsolidiert und dann kann in dieser konsolidierten demokratischen bürgergesellschaftlichen Kultur politische Legitimität, also der Glaube an das Bestehen des demokratischen Systems als rechtens, entstehen und daraus eben politische Stabilität werden, insbesondere dann, wenn Generationenwechsel sich sowohl in der Besetzung der politischen Institutionen als auch in der Bevölkerung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal vollzogen hat und dasjenige, was eigentlich nichts anderes ist als eine soziale Konstruktion, wie eine Naturtatsache wirkt. Dann sind wir sozusagen am Ziel. So, das nächste Mal wollen wir darauf gucken, was denn Indikatoren dafür wären, dass eine Demokratie konsolidiert ist und wie man die Konsolidierung, wenn sie gelingt, erklären kann. Bis dahin verdauen Sie das heute Behandelte. Tschüss, bis nächste Woche.